Ja, hallo, ein weiterer Studiogast hat sie eingefunden. Kannst du dich bitte kurz vorstellen und deine Firma und. Ja, sehr gerne. Also, ich bin der Lennart Diltay. Ich bin bei der EMAG und bin bei der Firma seit 2018. Habe dann 2020 mit der Firma ein duales Studium angefangen hier an der Hochschule Esslingen und schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit. Was macht denn die EMAG gerade so attraktiv für Studierende? Ich glaube, die EMAG bietet sehr gute Möglichkeiten und auch sehr attraktive Zukunftsmöglichkeiten einfach. Wir sind sehr aktiv im Bereich, gerade was Data Science und sowas anbetrifft, sind wir gerade sehr aufstrebend. Da bin ich auch, schreibe ich auch selber meine Bachelorarbeit gerade drin. Deswegen kann ich da natürlich ganz aktuell daraus berichten. Und ja, ganz allgemein würde ich behaupten, die EMAG ist ein sehr attraktiver Anbieter. Ja, also ergänzende Frage, was hat denn dich dazu bewogen, zur EMAG zu gehen, wenn du jetzt gerade noch Student Ja, also warst? damals zur EMAG bin ich nach meiner Ausbildung erst gekommen und bin dort eigentlich als Anwendungstechniker eingestellt worden. Und mich fasziniert das einfach, die Technologie hinter den Drehmaschinen. Also vor allem, die EMAG ist ja bekannt für ihre vertikalen Drehmaschinen. Und ja, das hat mir schon brutal Spaß gemacht, dort an den Maschinen zu arbeiten. Und aber jetzt auch noch tiefer in die Materie zu gehen, ist auf jeden Fall, ja. Gut. Wie sieht es denn gerade aktuell bei euch mit offenen Stellen aus? Praktika, Bachelorarbeit, Werkstudententätigkeit? Also gerade für Praktikumsplätze und gibt es auf jeden Fall immer was. Und auch für Absolventen, für Bachelorarbeiten haben wir immer ein relativ großes Angebot. Das findet man über unsere Internetseite ganz leicht. Wie sieht es denn bei euch mit Vereinbarkeit von Job, Familie, Freizeit, Work-Life-Balance ist das Stichwort aus? Also auch in dem Punkt würde ich sagen, ist die EMAG ein attraktiver Anbieter. Und zwar, also jetzt gerade zumindest im Bereich Konstruktion und Software kann man auf jeden Fall, gibt es viele Angebote für Homeoffice. Also genau, also Das jetzt gerade in ist meiner super. Abteilung kann man eigentlich bis zu 100% im Homeoffice arbeiten. Machen auch einige meiner Kollegen. Ich persönlich gehe sehr gerne in die Firma. Mir gefällt das Klima dort, deswegen bin ich eigentlich meistens vor Ort. Aber wie gesagt, ich habe auch einige Kollegen, die 100% im Homeoffice arbeiten und da dann auch, die halt kleine Kinder haben und da dann. Was wir vergessen haben, am Anfang noch zu fragen, mit die EMAG, diesen Eislingen, gell? Das Also der hast du schon, Hauptstandort ist in ja, Saalach. in Saalach, siehst du, Genau, und schon daneben. genau, in Eislingen ist Retrofit und so und die Aufbereitung von älteren Maschinen. Und Okay. der Hauptstandort ist in Saalach, wo quasi auch die Technologie Standort und die ganze Entwicklung sitzt. Genau. Ansonsten haben wir ja noch einige mehr Firmenstandorte. Jetzt gerade ich selber hatte das Glück, dass ich für mein Praxissemester zum Standort in Detroit nach Amerika konnte. Also auch das ist eine Möglichkeit für Studierende bei uns. Und das, ja, das kann ich nur sehr Man empfehlen. sieht, Also dass es das, gefallen hat, ja, ja. voll, das hat definitiv meinen Horizont erweitert und ja. Dann danke ich dir fürs Interview und wünsche noch tolle Gespräche heute. Vielen Dank, Gut. euch auch. Ja, danke.